Moinsen, meine Liebelein. Ich möchte euch heute ein Produkt vorstellen, von dem ich denke, dass ihr es vielleicht nicht alle kennt, weil ich kannte es zum Beispiel nicht, weil es ja nicht so richtig in den Beauty-Bereich fällt und sowas und man ja doch die meiste Zeit in der dekorativen Kosmetik-Ecke verbringt. Auch ziemlich doll in der pflegenden Kosmetik-Ecke, aber das stand jetzt in einer ganz anderen Ecke und darauf kommen wir gleich. Ich bin nur darauf gekommen, weil ich von DM einen Gutschein bekommen habe, beziehungsweise es gibt ja diese Couponheftchen, wenn man bei Payback ist. Und bei DM konnte ich mir einen 1,50 Euro Gutschein auf dieses Produkt, das ich euch gleich zeige, einlösen. Und ihr wisst ja, Rabattcoupons, mein Ding, rote Preise, hallo. Ich selber bin im Moment noch zwiegespalten, wollte euch das Produkt aber, also ich war erst total begeistert, erzähle euch aber gleich was dazu, möchte aber einfach, dass ihr davon auch wisst und deswegen mache ich jetzt dieses Video. Alles ein bisschen blöd erzählt und erklärt jetzt, aber ihr kennt ja meinen Chaotismus. So, es handelt sich um das Produkt, ihr habt es natürlich auch oben, vielleicht schreibe ich es gar nicht rein, vielleicht schreibe ich es nicht in die Überschrift, mal schauen. Es ist ein Kosmetikum, steht hier unten. Und es handelt sich um das Narbengel von TT Sept. Steht neu dran. Kann nicht sagen, ob es neu ist. Könnte es mir aber vorstellen, warum sollten Sie sonst jetzt im Moment mit Gutscheinen werben. Ich stelle das deswegen in Frage, ob es neu ist, weil wir oftmals auch von Essence Dinge im Sale oder von P2 im Sale kaufen oder sowas, wo noch das neue Schildchen draufsteht. Also weiß man ja auch nie, ob es... Also es ist ja dann alt, wenn man es kauft. So. Hier steht also neu drauf. Narbengel. Botanical Formula plus Hyaluronsäure plus Panthenol plus Allantoin. Klinisch nachgewiesen, verbessert nachweislich das Erscheinungsbild von Narben. Macht Narben weicher, flacher und blasser. 20 Gramm sind drin. Das zeige ich euch jetzt erstmal so. Ich lese es euch vor, damit ihr wisst, worum es geht. Und dann kommen meine Gedanken dazu, wenn sie euch interessieren. Die Besonderheit von TT Sept Narbengel ist die Kombination aus dem natürlichen Extrakt Kepalin mit Hyaluronsäure, Allantoin und Panthenol. Die innovative Formel verbessert die Geschmeidigkeit der Haut und macht Narben flacher und weicher. Die ungleichmäßige Hauttönung wird minimiert. Hyaluronsäure kann ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Wasser speichern und versorgt so die Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit. Panthenol und Allantoin haben feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und können so Textur und Geschmeidigkeit der Haut verbessern. Klinische Studien bestätigen, das Erscheinungsbild von Narben wird nachweislich verbessert. Narben werden weicher, geschmeidiger und flacher. Die Hautrötung und unregelmäßige Hauttönung wird reduziert. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, Wirksamkeit klinisch nachgewiesen, ohne Farbstoffe, Paraffinöl, Mineralöle und die Ergebnisse stammen aus einer klinischen Studie. Kosmetikum zur äußeren Anwendung bei Narben. Anwendung. Tragen Sie TT Sept Narbengel einmal täglich gleichmäßig auf und massieren Sie es in die Narbe ein. Das Gel ist fettfrei und zieht schnell ein. Bei dauerhafter Anwendung hilft TT Sept Narbengel, das allgemeine Erscheinungsbild, die ungleichmäßige Hauttönung sowie die Textur von Narben zu verbessern. Nicht auf offenen Wunden anwenden. Empfohlene Anwendungsdauer. Bei neuen Narben einmal täglich für die Dauer von 8 Wochen und bei alten Narben einmal täglich für die Dauer von 3 bis 6 Monaten. Tja. Und dann kommt nur noch die Zusammensetzung. Wen es interessiert, der kann das, glaube ich, unter Codecheck-Info dann abchecken. Was habe ich mir jetzt dabei also gedacht? Erstmal habe ich, ich bin abgefahren auf die Kombination von Hyaluron und Panthenol. Hyaluronsäure und Panthenol. Röms. Habe ich gedacht, Hyaluron ist ja in sämtlichen Pflegecremes drin. Und Panthenol kenne ich auch aus Handcremes und so weiter. Weiß ich also schon, es zieht ein bisschen. Ich wollte euch das extra zeigen, halt wenn ich meine Linien und Fältchen sichtbar da habe. Deswegen musste ich das Video jetzt machen. Darauf bin ich also abgefahren und dann habe ich mir erstmal gedacht, weil das Produkt 7,95 Euro kostet, liest ihr doch erstmal ein paar Bewertungen durch. Zumindest bin ich auf Seiten gegangen, auf denen mehr drauf stand, als das, was sich jetzt hier auf diesem kleinen Päckchen befindet, auf der Verpackung. Und muss sagen, dass ich davon ganz angetan war. Warum komme ich jetzt auf die Idee, mir Narbengel zu kaufen? Ich habe mich einfach dazu entschlossen, ja, das, was wir da im Gesicht haben, nicht mehr zu verniedlichen und es nicht mehr Linien oder Fältchen zu nennen oder sowas, sondern es sind eigentlich ja nichts anderes als Narben. Guckt euch meine Narbe an. Ich habe auch so diverse. Und ich finde, dass man Narben und Falten vergleichen kann. Es sind
Eingriffe in die Hautstruktur und ja, ich habe gedacht, ich nenne das jetzt einfach mal so und ich habe halt viele Namen im Gesicht und letzten Endes kommen die Falten, seien es die, die Lachfalten, seien es die Kummerfalten, ja auch über die Zeit hinweg durch Gefühle und Emotionen und somit Narben halt. So. Ich kann nicht sagen, die Narbe steht für die Sorge und die für die, das eben nicht, wobei man bei einer Unfallnarbe sagen kann, oh, da bin ich mit dem Fahrrad gefallen oder sowas. Nun habe ich mir gedacht, kannst ja nichts mit falsch machen. Das ist also die kleine Tube. Ich habe jetzt, wie gesagt, 7,98 Euro minus 1,50 bezahlt, was immer noch viel Geld ist, wie ich finde. Aber mit meinem Hintergrundgedanken fand ich das jetzt nicht schlecht und habe mir gedacht, dass ich meine Narben, meine Sorgennarben und meine Lachnarben, damit behandeln möchte. Wie gesagt, Hyaluronsäure und Panthenol und so weiter fand ich schon mal große Klasse. Dann, was sie noch geschrieben haben, Allantoin, wusste ich jetzt nicht so furchtbar viel mit anzufangen, aber ja, hier steht feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und können so Textur und Geschmeidigkeit der Haut verbessern. Ich habe es dann, als ich es bekommen habe, war ich natürlich ganz spitz. Es ist wirklich ein Gel, ein durchsichtiges Gel. Leicht milchig sieht es jetzt aus, aber es ist wirklich dann auf der Haut ein durchsichtiges Gel. Und am ersten Tag war ich natürlich so spitz drauf, leichter Geruch, aber nach nichts doll. Auch nicht schlimm jetzt irgendwie. Habe ich es unter Make-up getragen und das war natürlich blöd. Gel rollt sich natürlich und ja, also steht ja drauf, einmal am Tag anwenden, also habe ich es abends aufgetragen. Ihr seht das jetzt schon so ein bisschen, ich habe es 4 Abende nacheinander gemacht und in der letzten Nacht von diesen 4 Nächten habe ich angefangen, mich hier kratzen zu müssen und auf der Stirn auch. Jetzt weiß ich nicht, ob das so ist wie bei einer Wunde, die anfängt zu heilen und dann kribbeln muss, ob jetzt praktisch der Heilungsprozess eingesetzt hat oder ob ich da einfach komisch drauf reagiere. Deswegen habe ich jetzt erstmal 2 Nächte drauf verzichtet und ich muss sagen, ich könnte mich immer noch kratzen da. Es ist nicht rot geworden, jetzt vom Kratzen natürlich ist es rot geworden, aber so von alleine keine Hautrötung oder Pickelchen oder sowas. So, deswegen bin ich dem jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig gegenüber. Vielleicht kann mir da, ich weiß ja, dass da draußen einige Apothekerinnen sind, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob ich damit jetzt weitermachen soll oder nicht. Ich fand das Produkt aber ansonsten schon mal sehr interessant und wollte es euch deswegen unbedingt vorstellen, weil man es eben nicht unbedingt sieht, weil es eben nicht in der normalen Kosmetikabteilung steht. Und ich muss auch sagen, bei TTZ habe ich gedacht, klingt schon medizinisch, die machen ja auch die Medizinbäder und so weiter, muss schon irgendwas nicht nur Kosmetisches sein. Also das habe ich denen jetzt schon abgenommen. Ja, das ist jetzt erstmal meine Erfahrung. Wie gesagt, ich würde die jetzt behandeln als sehr alte Narben, müsste das also ein halbes Jahr lang machen und wenn ich von euch gehört habe, ob das, ja, wie ihr dazu steht, dann mache ich damit vielleicht auch weiter. Ich kann jetzt natürlich nach 4 Nächten, wenn man es ein halbes Jahr machen soll, nichts sagen, aber was haltet ihr von dieser Grundidee, dass Falten eigentlich auch nichts anderes als Narben sind und sie vielleicht so dahingehend mal ja, in Angriff genommen werden sollten? Auch so hier so die Nasolabialfalten oder wenn ich lächle, dann habe ich hier richtig, gerade wenn ich geschminkt bin, ich weiß, ihr könnt ihr das sehen, diese Falten, gerade wenn ich geschminkt bin, kann man total gut sehen. Und das ist dann, daran sieht man natürlich, dass ich viel gegrinst habe in meinem Leben, aber, ne, so. Also es geht mir vor allen Dingen um die hier oben. So, und da habe ich dann natürlich auch immer gut eingeschmiert, aber ihr seht die leichten Rötungen. Da komme ich jetzt gleich noch zu einem anderen Video, da geht es um Rötungen, dafür mache ich aber ein neues Filmchen. Wenn ihr mögt, könnt ihr da ja auch draufklicken. Ansonsten war das jetzt erstmal die Vorstellung des TTZ-Narbengels, das ich jetzt 4 Nächte benutzt habe und 2 Nächte ausgesetzt habe und mich frage, ob ich es weiter benutze. Und ja, kennt ihr das schon? Spielt ihr mit dem Gedanken, euch das auch zu kaufen? Wie auch immer. Ich freue mich sehr über Kommentare und hoffe sehr von euch zu lesen und bin echt mal sehr gespannt. Ihr wisst ja, ich stehe drauf, Dinge Zweck zu entfremden und ist ja keine ist doch eine Zweckentfremdung. Wenn man Falten für Falten hält und nicht für Narben. Keine Zweckentfremdung, wenn man sagt, Falten sind Narben. So, damit hören wir auf mit diesem ganzen Verwirre jetzt.
Das war das Produkt. Für die paar Sekunden noch neues. Klick's mal. Also bin ich über 10 Minuten. Dieses Produkt, oh Mann, das zieht mir hier alles runter gerade. Habe ich euch jetzt hiermit vorbestellt und ja, hoffe, ihr hattet trotz allem Spaß mit dem Filmchen voller Chaotismus und ihr erzählt mir was dazu. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.